willst du Klinge forcen? Ich wollte es dir sagen, bevor du es von jemand anders erfährst. Oder hast du AIDS? Warte kurz. Ich höre auf mit YouTube. Was? Okay, cool. Hat dir Flair eine große Summe geboten, damit du endlich aufhörst, den zu dissen? Natürlich hört euer Beardbro nicht so sang- und klanglos auf. Das vorherige Video an diesem Tag war natürlich nur ein April-Scherz. That's depressing and hilarious at the same time. Oh my god. This is horrible. I can't... Cringe, man. I can't... Cringe. So, aber jetzt Spaß beiseite. Kommen wir zu dem Thema, was ich euch eigentlich versprochen habe. Denn ich habe euch einen Re-Upload zu meiner Flizzy-Album-Reaktion versprochen. Beziehungsweise nutze ich das Ganze und werde sogar auf die Kommentare eingehen, die unter dem Video geschrieben wurden. Denn das war eine Menge. Und man könnte es eigentlich schon ein neues Hater-Kommentare-Lesen-Video nennen. Und ich warne euch jetzt schon vor, das ist nichts für schwache Nerven heute, meine Freunde. Das Album ist ein Meisterwerk. Und setzt definitiv neue Maßstäbe und Trends, die noch keiner vorher erkannte. Hätte man jetzt für die perfekte Propaganda noch ergänzen können. Ein Bart macht dich noch lange nicht zum Mann. Das stimmt. Aber weißt du, was mich zum Mann macht? Alter, peinlich. Fuck, er hat recht. Ich sollte mich schämen. Ich sollte mich einfach verkriechen. Oh ja, die stille Ecke. Okay, aber wie lange eigentlich? Gute Frage. Wie lange braucht man, um einsichtig zu werden? Oh Mann, das fällt mir mega schwer hier. Komm, reiß dich jetzt zusammen. So schlimm kann es für dich, ADHS-Kind, doch nicht sein, mal still zu sitzen, Junge. A few minutes later. Oh Gott, ich halte es nicht mehr aus. Top-Verkäufer, was Rap angeht, in welcher Welt lebst du? Vielleicht in einer Welt, in welcher Streaming-Portale wie Spotify oder Apple Music eine entscheidendere Rolle spielen. Willkommen in der Gegenwart. Hashtag Mystery Solved. Heutiger Rap besteht aus Groove, Timing, Vibe, Atmosphäre und Coolness. Wenn man das bedenkt, dann ist das Album einfach ein Meisterwerk. Prinzipiell hat er erstmal recht, denn da sind tatsächlich Attribute dabei, die unser lieber Herr Flizzmann tatsächlich drauf hat. Nichtsdestotrotz kann man auch dies als subjektive Meinung bewerten, genauso wie das ich sagen kann, persönlich für mich ist Rap auch viel mehr als das. Das bedeutet auch emotionale Nahbarkeit bzw. lyrische Tiefe. Die gab es für mich in diesem Album nicht. Du hast keine Ahnung von Hip-Hop. Null konstruktive Kritik. Rap-Fanatiker, du hattest noch nie Ahnung, wenn du nicht weißt, wer Jihad ist. Keine konstruktive Kritik. Das bedeutet ja eigentlich nur, dass ich die ganze Zeit unsachlich war. Und dass ich persönlich geworden bin, beziehungsweise beleidigend oder sonst irgendwie abwertend. Ja, man, Beat ist zu feiern, Text ist eigentlich auch ganz cool, muss man auch sagen. Da bleibt sich einfach treu. Das ist ein Stil, der passt auf jeden Fall zu ihm, da kann man nicht meckern so, aber ich persönlich, weil das mal ja auch alle mittlerweile, ist ja nicht mein erster Album-Review, so, ich persönlich feiere Autotune einfach nicht. Ich persönlich feiere Flair und ich feiere seine Musik und ich werde auch immer ein Fan bleiben, war das früher auch immer. Obwohl meine persönliche Präferenz aber darin liegt, ich es einfach geiler finde, wenn Flair seine eigene Note und seinen eigenen Style so ein bisschen mehr durchdrücken würde. Ja, das lassen wir dann einfach mal so stehen, würde ich sagen. Der Witz an der ganzen Sache ist, ich wusste tatsächlich nicht, wer Shen ist, beziehungsweise dass Jihad sich irgendwann mal umbenannt hat in Shen. Ja, dann muss ich mich jetzt an der Stelle einfach mal bei dir persönlich entschuldigen, Christoph Maciekowski. Denn in den letzten 15 Jahren war es für mich leider nicht möglich, alle unserer 385.299 Rapper in Deutschland zu verfolgen und jede Sinneswandlung bzw. Namensänderung mitzubekommen. In dem Zug würde mich jetzt auch einfach mal interessieren, wie viele etwas mit dem Namen Snoop Lion anfangen können. Du hast den Sound überhaupt nicht verstanden. Ja, du hast leider recht. Mein Geschmack hat diesen Sound überhaupt nicht verstanden.
Du bist so hängen geblieben, du Hundesohn. Lieber YYAL, ich nenne dich jetzt einfach mal Ali. Deine Wortgewandtheit rührt mich zu Tränen. Ich bin sicher, deine Mama ist sehr stolz auf dich. Und dann habe ich euch die Frage gestellt, wie viel hat wohl dieses Rick Ross Feature gekostet? Denn das erste, was mir persönlich eingefallen ist, als ich den Song gehört habe, scheiße Alter, das war hundertprozentig richtig teuer. Und da waren sich irgendwie die Leute nicht so einig. Also ich habe 1000 Nachrichten bekommen, da war zum Beispiel Otis Fresh, da war Bero YouTube, da war Steve Kühne, da war Yasha344, da war It's Brian, da war LeBerry, da war Sesky Hustler und G-Master Funk Flex und noch viele, viele, viele mehr. Wie gesagt, irgendwie waren sich die Leute da nicht so einig. Aber man kann es ihnen nicht verübeln. War doch unser Flissmann sich auch selbst nicht wirklich einig, weil er am Anfang in einem Livestream irgendwas von 40.000 erzählt hat und später waren es dann doch 30.000 in diesem Minusgeschäft-Auflistungsvideo von hiphop.de. Oder was andersrum? Von Amis kopiert? Dein Ernst? Somit wäre jedes Deutschrap-Album kopiert, weil Rap nun mal aus den Staaten kommt. Es ist nicht kopiert, sondern orientiert am aktuellen Soundbild. Deutschland hatte noch nie seinen eigenen Rap-Style. Alles inspiriert von den Amis. Ja, du hast ja recht, Mensch. Orientiert, inspiriert, das klingt wirklich besser als kopiert. Ich bin auch einer von der ersten Stunde und wahrscheinlich einer der wenigen hier, die beispielsweise ein CCN-Original in CD-Form besitzen oder noch wissen, wer MOR war. Aber dieses ganze Zurück zu den Wurzeln verstehe ich nicht. Ich habe CCN auch gefeiert und tot gehört, aber das war vor 16 Jahren. Wir haben nun mal 2018. Genauso wenig Lust habe ich, meinen S5 zu verkaufen, um Pferdekutsche zu fahren oder mein iPhone wegzuwerfen und mir ein Nokia 3210 zu besorgen, nur weil es irgendwann mal cool war. Das ist ein richtig nicer Kommentar. Gut geschrieben, kritisch und dennoch sachlich. Ich denke, dafür können wir mal alle kurz aufstehen und Standing Ovations bringen. Danke. Seht ihr Leute, es geht doch. Man kann ohne über Leute abzuhaten seine Meinung äußern. Das ist doch der Hammer. Wenn alles auf YouTube so wäre, wisst ihr, wie glücklich wir dann alle wären? Der Einzige, der jeden Fame-YouTuber kopiert, bist du. Machst das Album runter, weil du Bushido saugst, wegen einem Kommentar seinerseits unter deinem Video. Geil. Ja, du hast mich erwischt. Das ist alles nur, weil ich bei Bushido täglich lutsche und ich eine Generalvollmacht bei ihm unterschrieben habe. Und Digga, ganz im Vertrauen, es waren 4 Kommentare. Die Beats sind krass und auch der Style, den er da verkörpern will. Aber dann kommen manchmal Textpassagen und Reime, wo ich mich frage, Alter, warum ziehe ich mir das rein? Ja, da bist du nicht der Einzige, Alter. Trotzdem, dein verschissener Ernst? Du skippst das Album durch und willst urteilen. Gigafacepalm. Vielleicht liegt es daran, dass Reaction-YouTuber manchmal durch gewisse Songs oder durch gewisse Alben skippen müssen, weil das auch einen Copyright-Grund hat und man im Respekt zu dem Künstler nicht jeden Song volle Länge abspielen möchte, weil man möchte ja Interesse auf das Album wecken, damit die Leute sich das selber anhören oder es vielleicht sogar selber kaufen können. Um den Künstler, welcher dir wiederum als YouTuber Material liefert, um ein Video zu machen, fair gegenüber zu sein. Aber gut, im Endeffekt wissen wir alle, wie das so oder so ausgegangen ist, auch wenn ich die Songs nur 5 bis 10 Sekunden gespielt habe. Ja. Bitch Moves. Junge, ich mach Bitch-Moves. Total Zensur. Hab genau deine Meinung. Bisschen mehr individuelle Songs wären nice. Er hat's verstanden. Nichts für ungut, aber du peilst diesen Style einfach nicht. Bist, denke ich, ein bisschen zu verklemmt. Peace. Verklemmt? Ich muss einen richtig hässlichen Selfie machen, einen richtig hässlichen, und bei Facebook hochladen. Hast du eine Idee, wie es aussehen muss? Natürlich! Oh nein, natürlich! Hey, come on. I need to put my penis in the right position. Yes, you can. Oh man, you know what the best thing is? Yeah. If you love your brother so much. Why? You Wir, pass auf, wir spielen eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Wenn ich gewinne, musst du mich küssen. Wenn du gewinnst, darfst du mir eine reinhauen. Nee, das war ich noch nicht. Deine Videos wirken meiner Meinung nach sehr unauthentisch und teilweise etwas hängen geblieben. Deine Kommentare wirken sehr konstruktiv und teilweise etwas neidgetrieben. Hör mal lieber Schlager, passt besser zu dir. Ah, der war nicht schlecht, Alter. So,
So Leute, also ich kann mir nicht helfen, mir macht das einfach immer wieder Spaß, auf diese Kommentare zu reagieren. So. Und es war heute auch sehr aufschlussreich, weil ich mich wirklich gewundert habe, wie viele diese Begrifflichkeit, die ich in meiner offiziellen Flizzy-Album-Reaktion gebracht habe, ich sei Rap-Fanatiker, irgendwie ein bisschen zu viel rein interpretiert haben, würde ich mal sagen. Dass es scheinbar so viele gibt, die das zum Anlass genommen haben, mein Rap-Fan-Dasein, welches ich auch offenkundig mehrmals so beschrieben habe, mich quasi mit einem Rap-Kritiker, der sein Geld damit verdient, à la Tubo, zu verwechseln scheinen. So. Ich kann mir mal gar nicht ausmalen, wie ernst man das Leben nehmen muss, wenn man allein schon die Kommentarsektion von YouTube so ernst nimmt. Und als kleine Entschädigung für meinen heute sehr geschmacklosen, schlechten Scherz, werde ich nach dem Outro die Kommentare vorlesen von meinem Ich höre auf mit YouTube-Video von vorhin, was ich hochgeladen habe. Denn da sind jetzt innerhalb von einer halben Stunde schon 50 Stück eingegangen. Und beim groben Überfliegen war das ultra unterhaltsam, ey. Also wir sehen uns jetzt nach dem Outro. Bitte gebt dem Video einen Daumen runter, sowie sämtliche andere meiner Videos. Schreibt mir die heftigsten Hate-Kommentare, egal unter welches Video. Ich denke, ihr werdet genügend Aufhänger finden, um eurer Eloquenz freien Lauf zu lassen. Und dann wünsche ich euch allen ein erholsames, verlängertes Wochenende. Gehabt euch wohl, meine Freunde. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass es sehr viele Leute gibt, die den Braten riechen. Und dem war auch so. Aber es gab auch einige Leute, die sind recht emotional geworden. Das hat mich ein bisschen umgehauen, ehrlich gesagt. So, Malik schreibt, dieser scheiß Witz war noch nie lustig. Lernt es doch mal. Ja, eigentlich hat er ja recht, ne? Kann ich eigentlich nichts dazu sagen. Blackclub schreibt, der 1. April. Mehr anzeigen. Noch 19 Tage, dank God of War. Classic schreibt, Bruder, ich bin schwanger, nur du kannst der Vater sein. Fakt schreibt, endlich! Wenn dieses Video ernst gemeint wäre, würde ich mir jetzt 2 Tonnen Schokolade holen müssen, einen Karton voll Rotwein, mich besaufen, sowie die Schokolade versuchen, wieder glücklich zu werden. Und wäre der Inhalt deine wahre Gefühlssituation, würden wir uns sofort ins Auto setzen, zu dir kommen und dich einfach in den Arm nehmen und trösten. Oh, das war schon ein bisschen süß. Circumflex schreibt, leider nur April. Oh Mann, ist das bitter. Glaubt doch niemand, jedes Jahr der gleiche Scheiß. Dislike. Warum schaut ihr euch das dann an, Leute? Ich versteh's nicht. Ich versteh's wirklich nicht. Isabella, ernsthaft. Komm bitte runter. Lass dich mal wieder wegflecken. Es scheint mir, als wärst du etwas unentspannt und die Libido könnte der Grund dafür sein. 2,55. Reingeschaut. Hä? Ich komm damit nicht klar. Nein, oder? Ich habe tatsächlich eine versteckte Botschaft gesendet, Leute. Ist das geil? Und alle haben reingeschaut! Oh Mann, das ist einfach zu geil, ey. Die Scheiße steht im Hintergrund. April, April. Stimmt. Das war nicht gewollt übrigens. Catlin schreibt, heute ist der 1. April, ob das nun ein Scherz ist oder nicht, kann ich nicht wirklich aus dem Video herausnehmen. Wenn es ein Scherz ist, beziehungsweise war, dann ist es ein schlechter Alex. Wenn nicht, dann kann ich nur sagen, dass es wirklich sehr weh tut. Du bist so ein toller Mensch und YouTuber, du hast so viel Talent. Trotz allem muss man jede Entscheidung eines Menschen akzeptieren, so schwer auch diese ist. Es wird vielen Abonnenten schwerfallen, dich nicht mehr auf YouTube zu sehen und doch werden die Erinnerungen stets in unseren Köpfen bleiben. Wow. Genau das wäre der Grund, warum ich nicht einfach so sang- und klanglos natürlich gehen würde. Ich würde mir dann schon was Fetteres für euch einfallen lassen, Leute. Wenn das sein Ernst ist, dann akzeptiert es. Wenn nicht, nicht witzig. Taku, bitte zieh dir den Merchandise-Pullover an, den ich dir geschickt habe und sag mir, dass du mir verzeihen kannst. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie einen autistischen Vollspast, der sich wie viele weitere autistische Untermenschen am heutigen Datum für den lustigsten Menschen der Welt hält und ein Ich höre mit YouTube auf Video hochlädt. Er hat sich somit als Abschaum der YouTube-Welt geoutet und sollte diesen Scherz Realität werden lassen, denn niemand würde einen so unlustigen Idioten vermissen. Oh Mann, ich kann nicht anders, ich muss einfach drüber lachen, das ist so witzig geschrieben, ey. Hier sehen Sie einen autistischen Vollspast. Woher weißt du, dass ich Autist bin? Oh, Flo rastet gleich richtig aus, wenn wir schon mal beim Thema Autismus sind. Hier kommen einfach mal 1000 Emotes. Nee, Spaß, Digga. Aber übelst niedlich, Alter. Du bist super, alle Hater sind neidische Ärsche. Ich hasse April-Scherze. Robin, ich auch. Das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich sowas auf meinem Kanal gemacht habe. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wenn nicht, dann verpiss dich. Nein, Spaß. Alter, ich weiß noch nicht mal, ob ich diesen Kommentar überhaupt vorlesen kann. What the fuck? Du Hoffentlich stirbt deine ganze Familie, du dreckiger Du bist nicht lustig. Dich sollte man aufhängen oder lebendig begraben. Du bist einer von den vielen die so YouTube immer mehr kaputt geht. Tu uns einen Gefallen, erschieß deine Familie, lösch deinen dreckigen
Kanal und erhäng dich, damit wir ein Leid weniger auf der Welt haben. Wow. Digga, eskalierst du immer so krass? Du hast leichte cholerische Züge in deiner Persönlichkeit. Ich könnte dir so 1-2 Psychotherapeuten empfehlen, falls du aus der Nähe Sachsen oder Sachsen-Anhalt kommst. Ansonsten wünsche ich dir gute Besserung und hoffe, dass auch du langsam wieder ein bisschen klarkommst im Leben, weil es scheint, dass sich da etwas Frust angestaut hat und... Moment. Ich kenne da jemanden, mit dem ich dich verkuppeln kann, Digga. Moment, wie hieß sie nochmal? Warte, muss ich mal hochscrollen. Der Doni, das Mädel von vorhin. Ja, genau, Isabella Zielski. Ihr beiden könnt euch doch treffen, ein bisschen Druck ablassen und dann Glückshormone freischaufeln. Leute, das ist das perfekte Beispiel, dass YouTube nicht nur Leute voneinander distanziert, sondern YouTube führt vor allem zusammen. Und wenn ihr möchtet, bezahle ich euch das erste Candlelight-Dinner. Meldet euch einfach bei mir.